Hallo meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch die Produkte, die ich mir im letzten Monat, ich glaube es war im letzten Monat, bei dem Purish Birthday Sale gekauft habe. Das Video wollte ich schon lange mal abfilmen und bin nicht dazu gekommen, aber das machen wir jetzt. Und bei diesem Purish Birthday Sale gab es ja wirklich teilweise sehr hohe Rabatte. Und da habe ich mir so ein paar Produkte gekauft, die ich schon länger haben wollte, bei denen ich immer auf ein gutes Angebot gewartet habe. Und auch ein paar Sachen, die ich auf einem anderen YouTube-Kanal gesehen habe und da quasi influenced wurde. Und das zeige ich euch jetzt einfach. So, jetzt kommen wir mal als erstes zu dem Produkt, das ich jetzt auch schon mehrfach in Videos drauf hatte. Und zwar hier von Ofra. Der Highlighter Cloud 9. Und den wollte ich schon lange haben. Und das ist das Produkt, bei dem ich immer auf ein gutes Angebot gewartet habe. Ich weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist, weil das halt ein sehr rosafarbener Highlighter ist. Aber ich mag sowas. Ich mag auch bläuliche Highlighter. Ich trage auch ganz normal champagnerfarbene, aber wie gesagt, ich mag auch kühle Highlighter. Und den zeige ich euch jetzt mal geswatcht. Den hatte ich jetzt schon mehrfach in Videos drauf, wie gesagt. Und wenn ich den dann quasi hier zeige, dann ist das wirklich so ein Roséton. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt gut genug einfängt. Aber es ist wirklich eher, ja, wirklich Rosé. Also es ist nicht so hell, wie es in dem Pfännchen aussieht, sondern wirklich so ein Rosé-Schimmer. Jetzt habe ich da dreimal drüber, damit man es sieht in der Kamera. Und ja, ich mag das. Also ich trage das dann gerne zu kühlen Looks, zu bläulichen Looks. Also jetzt heute natürlich nicht. Heute habe ich einen goldenen Highlighter mit einem champagnerfarbenen Highlighter gemischt. Aber wenn ich kühle Looks trage, mag ich den wirklich gerne. Und es ist halt, wie ihr gesehen habt, kein grober Glitzer, sondern es ist wirklich ein Schimmer. Und man kann es dezent auftragen oder man kann es auch schichten. Deswegen, ich bin sehr froh, dass ich den jetzt habe. Ist mein dritter Highlighter von Ofra. Also ich habe den Rodeo Drive und den Pillow Talk und jetzt habe ich den. Und ich will auch noch den Space Baby, also den bläulichen, den will ich auch noch. Und normalerweise kosten Highlighter von Ofra bei Purish 29,90 Euro und da habe ich jetzt wirklich Glück gehabt, weil dafür habe ich dann nur noch 20,98 Euro bezahlt. Also quasi ein Drittel, knapp ein Drittel weniger. Da war ich wirklich sehr glücklich, dass ich den bekommen habe. So, dann zu den Produkten, bei denen ich influenced wurde von der lieben Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Und zwar die Beyond Jelly Lipsticks von Nabla. Ich mag Nabla sehr gerne. Es kommt gleich auch noch ein Nabla-Produkt. Immer verkehrt rum, so rum. Und ich habe mir dann da zwei Farben ausgesucht. Eine dezente und eine nicht so dezente. Und zwar Dea und Red Sapphire. Ich habe auch beide schon ausprobiert. Also Dea ist wirklich ein sehr neutraler Ton. Den habe ich jetzt mehrfach schon auf der Arbeit getragen im Büro. Also es ist wirklich, ja, ich würde sagen, fast kein Unterschied zu meiner natürlichen Lippenfarbe. Aber wie gesagt, fürs Büro passt der sehr gut. Und Red Sapphire habe ich jetzt heute das allererste Mal ausprobiert. Und den seht ihr auf meinen Lippen. Allerdings muss ich sagen, habe ich einen sehr dominanten Lip Liner dazu verwendet. Und zwar den hier von Douglas. Den habe ich schon lange. Den hatte ich mal in einem Douglas Adventskalender. Und das ist so ein sehr auffälliges, bläuliches Rot.
Und den habe ich verwendet, weil ich von dem der Lipstick schon wusste, die brauchen einen Lip Liner. Also für mich diese Beyond Jellies, die brauchen einen Lip Liner, weil die halt eher sheer sind. Also ja, man kann die schichten, aber ohne Lip Liner sieht das halt dann nicht sorgfältig aus, meiner Ansicht nach. Und deswegen habe ich dann den verwendet. Und dann Red Sapphire heute, wie gesagt, darüber. Und die Kombi gefällt mir sehr gut. Aber ich glaube, dass der Lip Liner mehr die Farbe auf meinen Lippen ausmacht als der Beyond Jelly Lipstick. Also das ist jetzt Red Sapphire. Den swatche ich euch hier auch mal neben der. Aber es ist ein schönes Rot. Aber ihr seht schon auf meiner Hand, ne? Also die sind halt eher sheer. Heißen ja auch Jelly. Aber sie sind sehr angenehm auf den Lippen. Das muss man schon sagen. Also, es fühlt sich an wie ein Lippenpflegestift. Das klebt auch nicht. Also, es ist ja wirklich glänzend, aber es klebt nicht. Sie halten auch erstaunlich gut dafür, dass sie jetzt kein Liquid Lipstick sind oder dafür, dass sie nicht matt sind. Also, Essen überstehen sie natürlich nicht. Aber ich habe den jetzt auch schon 2 Stunden drauf. Ja, und ich sehe jetzt nicht, dass die Farbe großartig verblasst ist. Also die sind schon sehr angenehm. Also ich bin froh, dass ich die beiden jetzt habe. Aber mehr Farben brauche ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Weil die meisten anderen Farben sind mir dann zu dezent. Weil der ist mir ja schon fast zu dezent. Wie gesagt, für die Arbeit ist es in Ordnung. Aber privat wäre mir das zu dezent. Red Sapphire finde ich schön. Aber es gibt eigentlich neben Red Sapphire, finde ich, nur noch dezente Töne. Und deswegen eine weitere Farbe von denen brauche ich nicht. Da hat einer jetzt in dem Sale 16,07 Euro gekostet. Also 16,07 Euro. Und normalerweise kosten die auf Purist 22,90 Euro. War schon auch ein guter Rabatt, wie ich finde. So, dann habe ich mir von Suvra eine Eyeliner-Palette mit reingelegt in meinen Warenkorb. Denn ich habe von Suva noch gar nichts, doch einen, so einen orange-roten Eyeliner, den ich mal in einer Mystery Box von Purish hatte. Ist aber ehrlich gesagt in der Kiste für zum Weitergeben oder zum Verlosen irgendwann mal, weil die Farbe gefällt mir einfach nicht. Aber hier, was mir hier wirklich gut gefallen hat, ist, das sind alles Glitzertöne. Und das kann ich mir dann schon sehr gut vorstellen als Eyeliner. Und man hat ein Silber und ein Gold und ein Grün und so ein Violett. Und ich meine, Silber und Gold ist natürlich universell, aber ich meine, sowas trage ich auch sehr gerne, sowas trage ich auch wirklich gerne. Dann kann man sie auch mischen. Also der einzige Ton, den ich glaube ich nicht so brauchen werde, ist das Rot. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn irgendeine Palette von Suva, dann die. Und das dachte ich mir schon länger. Und jetzt in dem Sale habe ich die mir halt mit reingelegt. Die war jetzt nicht so krass rabattiert. Ja, wohl, eigentlich schon, wenn man den Preis, den Originalpreis betrachtet. Also im Originalpreis kostet die 39,90 Euro. Und im Sale habe ich dafür 28,01 Euro bezahlt. Also es war schon krass reduziert. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Es wird aber auch demnächst mal kommen. Ich habe eigentlich vor, in meinem Urlaub, also ich bin nur eine Woche weg, eine Woche bin ich da und in der Woche, in der ich da bin, will ich eigentlich etliche Schminkexperimente machen. Und da möchte ich auch diese Palette ausprobieren. Ja, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nie sowas von Suva ausprobiert. Man hat da dran natürlich bis zum Ende seines Lebens. Ja, das sind Eyeliner. Also das braucht man sich niemals nachkaufen. Ich bin gespannt, wie mir das gefallen wird. Und ob das auch auf meinen eher wässrigen Augen dann auch hält. Ja, weil das sind ja Eyeliner, die man mit dem Wasser aktiviert, also mit Wasser anrührt. Ich bin gespannt, ob das bei mir dann gut genug hält, weil meine Augen schon immer eher ein bisschen Tränen und Eyeliner haben es da schwer. Aber wie gesagt, ich wollte schon immer mal was von Suva ausprobieren, also von diesen Eyelinern von Suva. Und diese Glitzer waren die, die mich am ehesten angesprochen haben. Und man kann sie auch auf dem Körper verwenden, wenn man möchte. Also das werde ich jetzt nicht machen, aber für Fasching oder sowas kann man das auch tun. Gut,
Dann habe ich mir noch das hier spontan mit reingelegt von Ofra. Der Rodeo Drive Make-up Fixer, also ein Setting Spray, 54 ml, weil das einfach so unfassbar reduziert war. Das hat jetzt nur noch 4,42 Euro gekostet und normal kostet das 14,90 Euro. Und dann dachte ich mir, ja, das will ich ausprobieren. Und das hat halt so einen Schimmer mit drin und ich mag ja Glow. Von daher hoffe ich, dass mir das gefallen wird. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Aber werde ich gerne ausprobieren. Aktuell benutze ich ein Fixing Spray von Pixi, was ich einfach mal in dem Adventskalender hatte. Ist jetzt aber auch schon zur Hälfte leer und ist nur so ein kleines Fläschchen gewesen. Das heißt, als nächstes werde ich dann mal das ausprobieren. Für 4,42 Euro, fand ich echt krass. Also mehr als zwei Drittel reduziert war das, ne? So, und dann habe ich mir noch von Nabla einen Cupid's Arrow mit reingelegt, den ich noch nicht habe. Und zwar Dragon Fruit. Ja, das ist ein Pink. Aber ich habe durch die Eyeliner von Odin's Eye festgestellt, dass ich auch Pink an den Augen sehr gut kombinieren kann. Vor allen Dingen hier unten, also am unteren Wimpernkranz, habe ich gemerkt, wenn ich Pink mit Violett oder mit Blau kombiniere, sieht es ziemlich cool aus, finde ich. Und deswegen habe ich mir jetzt den noch gekauft von Nabla, denn ich liebe die Cupid's Arrows von Nabla. Also die Eyeliner mag ich auch noch wesentlich lieber als die von Odin's Eye, weil die einfach so unfassbar schön cremig sind. Und extrem gut halten. Also ich habe ja gerade erzählt von meinen wässrigen Augen. Und diese Eyeliner sind mit Abstand die, die bei meinen Augen am besten halten. Und der war auch echt krass reduziert. Also so 50%. Denn normalerweise kosten die 16,90 Euro. Aktuell ist die Farbe sogar immer noch reduziert auf 11,83 Euro bei Purish. Ich habe bezahlt im Sale 8,52 Euro. Und wie gesagt, diese Cupid's Arrows von Nabla kann ich echt empfehlen. Das sind für mich die besten Eyeliner. Die tun auch nicht weh. Und ich habe mit Eyelinern eigentlich immer das Problem, dass mir die zu hart sind. Und die von Odin's Eye sind zwar auch gut, aber habe ich euch ja schon mal erzählt, die brechen halt größtenteils ab. Und das sind die von Nabla halt wesentlich besser. Aber bei Odin's Eye gibt es mehr Farben. Also, ja. Aber wie gesagt, dieses Pink. Jetzt, wo ich weiß, wie ich pinken Eyeliner verwende, wollte ich den noch haben, jetzt, wo er auch so gut reduziert war. Und dann habe ich noch zwei Danessa Myricks Augenprodukte mit reingelegt. Die waren jetzt nicht so krass reduziert, also es war eigentlich normal vom Preis her bei Purish. Aber die liebe ich, ja. Also Danessa Myricks ist für mich mit Abstand die beste Marke, was Augen-Make-up betrifft. Und auch das sind halt Produkte, die bei meinen wässrigen Augen noch mit am besten halten. Und deswegen sammle ich da auch unterschiedliche Farben. Ich habe mir jetzt hier von den Color Fixes Lift gekauft. Das ist ein mattes Weiß. Denn das kann ich dann sehr gut benutzen, um mit anderen Farben zu mischen. Also um andere Farben heller zu machen. Ich habe zum Beispiel ein Dunkelblau. Das will ich jetzt unbedingt mal mit diesem Weiß mischen, um dann zu sehen, ob ich ein schönes mittleres Blau dadurch rausbekomme. Und ja, pur würde ich das jetzt nicht verwenden. Ja, also ich möchte das wirklich zum Mischen. Ist halt ein mattes Weiß. Ja, aber es hat mir noch gefehlt in meiner Sammlung. Und ich, wie gesagt, ich glaube, dass ich damit mit all meinen anderen Tönen noch mehr machen kann. Also noch mehr unterschiedliche Farben erzielen kann. Und das hat gekostet 21,16 Euro. Und normalerweise kosten die Color Fixes bei Purish 24,90 Euro. Und als allerletztes habe ich noch eine Packung Chrome Flakes mit reingelegt, nämlich Monarch. Hat mir auch noch gefehlt in meiner Sammlung. Es ist halt auch ein wunderschöner Ton. Also so ein Pink-Gold, rosa-Gold, wunderschön. Auf den Augen wunderschön. Kann ich euch auch mal swatchen. Ich liebe die, um Looks aufzupeppen. Also einfach so ein bisschen was davon drüber und jeder Augenlook sieht nochmal viel, viel besser aus. Hier auf meinem Ringfinger seht ihr die Farbe. Ist wunderschön auf den Augen. Wirklich, ganz toller Ton. War immer ausverkauft, deswegen konnte ich mir den bislang nicht kaufen.
Also es changiert wirklich so zwischen Rosa und Gold. Wirklich wunderschön. Und die Chrome Flakes haben übrigens 28,82 € gekostet. Normalerweise bei Purish im UVP für 33,90 €. Ja, die sind unfassbar teuer. Aber man braucht nur sehr wenig und ich kenne kein vergleichbares Produkt. Aber man muss natürlich so viel Geld dafür ausgeben wollen und können. Ja, das ist mir schon bewusst. Gut, und das war meine Ausbeute bei Purish. Habt ihr euch auch was in dem Birthday Sale bestellt? Oder kennt ihr vielleicht irgendein Produkt, was ich schon gezeigt habe? Habt ihr vielleicht diese Liner von Suva Beauty? Wenn ja, schreibt mir doch gerne einen lieben Kommentar, wie diese Liner bei euch so funktionieren oder was ihr euch bei Purish gekauft habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.